Für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Samira und Jonas und dieses Video ist ein ganz besonderes für uns. Zusammen mit unserem Hund Happy sind wir mit einem Camper 14 Tage durch Österreich, die Schweiz, Italien und vor allem Frankreich gereist und hatten einen wunderschönen Urlaub mit ganz, ganz vielen tollen Erlebnissen. Dieses Video ist mein absolutes Lieblingsvideo, aber das könnt ihr euch einfach gleich selbst ansehen. Wir sind gerade schon am ersten Campingplatz unserer Reise angekommen, der eigentlich mehr oder weniger nur so ein kleiner Zwischenstopp ist, weil sonst die Fahrt nach Italien zu lang gewesen wäre. Wir sind am Bregenzer Wald, im Bregenzer Wald, also 15 Minuten entfernt vom Bodensee. Extrem in der Natur, also wir haben einen Stellplatz auf einem wirklich sehr, sehr großen Campingplatz zusammen mit zwei oder drei anderen Camper. Man konnte einfach kommen, einfach aufs Gelände fahren, sich hinstellen. Perfekt für das, dass wir jetzt erst ein bisschen später abends angekommen sind. Man hört wahrscheinlich die Grillen im Hintergrund. Hinter uns, direkt an unserem Stellplatz, sind auch Schweine. Also es laufen einfach drei Schweine in einem riesen Gehege rum. Ich glaube, die haben ein richtig schönes Leben. Happy ist jetzt hier draußen unterwegs. Samira ist gerade noch eine Runde duschen. Und wir genießen jetzt erstmal den Abend unter unserem Pavillon. Dann zeigen wir euch morgen den Campingplatz. Und ich glaube auch mal unser Gefährt. Dafür ist es jetzt aber noch zu dunkel. Und wir gehen jetzt, glaube ich, mal in die Haier. Guten Morgen, neuer Tag, neue Energie, es ist wunderschönes Wetter. Wir machen jetzt gleich noch einen größeren Spaziergang mit Happy. Samira, sag mal Hallo. Hallo. Wir haben schon gefrühstückt, richtig schön gemütlich hier draußen, haben jetzt gerade unser Dach und sowas abgebaut und jetzt geht es erstmal eine Runde mit Happy raus. Hier draußen ist ein richtig schöner, großer Fluss, den laufen wir jetzt einmal entlang, dann gibt es eine kleine Mittagspause und dann geht es auch schon weiter an die nächste Station. Wir waren jetzt insgesamt 1,5 Stunden und länger mit Happy draußen, haben noch was richtig Leckeres gegessen und jetzt geht's auch schon weiter. Eigentlich wollten wir bis Genua runterfahren heute, also nach Italien, aber haben uns jetzt nochmal anders entschieden, weil die Strecke zu lang ist und wir dann halt voll spät abends ankommen. Deswegen fahren wir jetzt nach Lugano in die Schweiz und machen quasi wahrscheinlich zwei Stücke draus, aber vielleicht überspringen wir Genua auch, müssen wir mal schauen gucken, wir mal, was wird. Genau. Ja, und jetzt geht's auf jeden Fall mal in die Schweiz. Wir fahren 2 bis 3 Stunden und machen uns einen gemütlichen Tag da. Genau. Wie schön ist diese Frau eigentlich schon wieder? Guck mal. Es ist nur sehr warm hier. Ja. Wir sind angekommen in Lugano am Luganer See und machen direkt mal eine kleine Fahrradtour. Samira ist hier mit Fahrradhelm, die ist vorbildlich. Ich habe meinen leider auf dem Campingplatz liegen lassen, auch wenn ich schon losgehen wollte. Happy, guck mal, da kannst du jetzt was trinken gleich. Und wir sind jetzt in so einem kleinen Dörfchen, essen jetzt gleich noch ein Eis, machen unsere Fahrradtour. Also wir haben nur so eine kleine Tour, 20 Kilometer, aber dafür hat es schon gelohnt, dass wir doch die Fahrräder mitgenommen haben. Da unten gibt es jetzt was Kleines zu trinken. Und dann gibt's ein Eis. Thank you.
ist jetzt doch noch richtig warm geworden. Die Sonne ist voll rausgekommen. Wir haben unsere Fahrradtour beendet. Am Ende 25 Kilometer, also wir waren echt fleißig. Und jetzt liegen wir gerade noch in unserem Campingplatz und genießen die Sonne. Ich war gerade auch schon im Wasser, hier auf so einer Insel. Und es ist kein Mensch im Wasser, was echt richtig schön ist. So lassen wir jetzt unser Abend ausklingen und nachher wird noch gegrillt. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner See. Hier hinten sieht man nochmal die Berge. Das ist echt richtig schön. Eigentlich genau wie der Comer-See. Da waren wir ja schon öfter und der ist auch direkt nebenan. Wir haben jetzt nur noch nicht so ganz verstanden, was jetzt hier Schweiz ist und was Italien. Also da waren wir ein bisschen überfordert, weil vorhin in dem Ort, da war eigentlich noch Schweiz, aber die Leute haben Italienisch gesprochen. Ne? Also wenn das jemand weiß, dann lasst uns gerne daran teilhaben. Jetzt wird noch ein bisschen gelesen. Wir sind mittlerweile an der Côte d'Azur angekommen, auch an unserem Campingplatz. Und ich muss sagen, kurzer Zwischenstand, bisher, Frankreich hasst uns. Ja. Und wir sind auf dem Weg, auch Frankreich zu hassen. Ja. Also der Campingplatz war so, er ist schön, aber die Hygienesituation war auch schon mal besser. Also geht nicht auf den Campingplatz nach Nizza, wenn ihr Hygiene sucht. Ja. Weil erstmal war unser Stellplatz wirklich extrem eng und es hat eine Weile gedauert, bis wir da auch wirklich standen. Ja. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu so einem, wie nennt man das, Samira? So einem Strand. Strand, genau. Sind extra gefahren. Richtig enge Gassen, das war extrem anstrengend. Und jetzt ist das Wetter wirklich richtig, richtig schlecht. Es donnert auch. Also wir sind angekommen, es regnet. Ja. Jetzt laufen wir dahin, es donnert. Samira ist hier in ihrem Strandoutfit und jetzt kommt hier sowas. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass da unten deswegen wenigstens weniger los ist. Und die Franzosen sind so unfreundlich. Ja, wirklich. Also die uns begegnet sind. Und so egoistisch irgendwie so. Wir haben halt einen riesigen Camper, sind damit noch nie gefahren. Das ist wirklich schwer, weil man auch keinen Rückspiegel, also keinen, wie heißt das, mittleren Rückspiegel hat. Ja. Und deswegen ist es ultra schwer, den zu rangieren. Und die fahren dann uns vorbei, machen dann so. Und ich denke so, Junge, wir machen das erste Mal. Ja. So chill halt ein bisschen deine Basis. Also bisher ist auf jeden Fall die französischen Autofahrer noch schlimmer als die italienischen. Ja, Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass der Strand uns wenigstens ein bisschen darüber tröstet. Hier läuft man an ganz vielen Villen vorbei. Man sieht es hier hinten im Hintergrund schon. Also eine richtig schöne Gegend, sehr, sehr wohlhabend. Ja. Und deswegen, Bay. Genau. Der Strand heißt auch Bay of Billionaires und jetzt sehen wir auch warum. Samira hat uns für heute Abend ein richtiges Festmahl vorbereitet. Naja. Mit Pasta. Pasta mit was ist das, Samira? Das ist so eine... Tomaten. Ja, Tomaten, Parmesansoße quasi. Das ist richtig lecker, haben wir jetzt schon öfter gegessen. Und wir haben dazu unsere Lichterketten aufgehängt. Ich zeig's euch mal kurz. Hier einmal direkt an unserem, an unserer Jalousie. Ist es eine Jalousie? Nee. Wie nennt man das nochmal? Keine Ahnung. Markise. Ah, direkt in unserer Markise hier. Haben sie uns richtig schön gemacht unter den Bäumen. Und dazu gibt's jetzt lecker Essen. Und für morgen haben wir dann mal wieder eine Aktivität geplant. Bei uns hat es gestern noch richtig krass gewittert. Also die ganze Nacht von 1 bis 4 oder 5 war es wirklich richtig krass. Es war kein Donner, sondern es waren so richtige Schläge und es hat geblitzt ohne Ende. Dafür ist es heute aber echt wieder relativ schön. Also die Sonne ist wieder da und es hat so relativ schöne, milde 25 Grad. Deshalb dachten wir uns jetzt, wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, dann müssen wir uns auch was von der Stadt anschauen. Und sind unterwegs Richtung Nizza. Die beiden da hinten sind auch dabei. Happy und Samira. Und dann schauen wir heute mal, was Nizza so zu bieten hat. Ich war schon mal hier, als ich 18 war. Aber da kann ich mich auch nicht mehr so ganz dran erinnern. Wir wollen auf jeden Fall auf so einen Berg nach oben. Wollten eigentlich noch so einen Blumenmarkt anschauen. Und das war's. Mehr haben wir uns nicht vorgenommen. Jetzt schauen wir mal, was Nizza so kann und wie es in Nizza so aussieht. Caught behind the Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east. Wir machen gerade noch eine kleine Mittagspause, haben uns wo hingesetzt und haben
haben uns was zu essen bestellt. Samira, und ich habe einen neuen Lipgloss, der glitzert. Guck ihn euch mal an. Nicht Lipgloss, Lipöl von Laneige, nicht von Laneige, von Gisou. Noch mal ein Küsschen. Eigentlich wollten wir hier noch zu dem Blumenmarkt, der direkt hinter uns ist. Aber der hat leider geschlossen, nur bis 13 Uhr geöffnet gehabt. Hätten wir uns eigentlich denken können, weil das war auf Mallorca auch bei dem Markt. Ja, das stimmt, ja. Aber es ist auch wahnsinnig, macht die Kamera an, nur Motorräder fahren hier vorbei. Ja. Aber jetzt wird erstmal gegessen. Bei mir gibt es eine kleine Bowl und bei Samira gibt es einen großen Salat mit natürlich Pommes. Wer kennt Samira? Pommes. Pommes. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. Also wir hatten jetzt einen richtig tollen Tag in Nizza. Es ist eine richtig, richtig schöne Stadt. Also wir haben beide positiv überrascht. Richtig schöne Gässchen, man kann toll übers Meer schauen. Also Nizza, absolute Empfehlung. Richtig, richtig tolle Stadt. Wir sind gerade schon angekommen an unserer nächsten Station. La Madrague heißt sie. Das ist eine Halbinsel, also ist eine Ortschaft auf einer Halbinsel in Frankreich. Ich schreibe euch hier den Namen nochmal dazu, weil ich es nicht genau weiß. Und wir sind jetzt pünktlich zum Sonnenuntergang da. Also die Sonne geht gleich unter und wir dachten, wir machen jetzt hier noch ein bisschen richtig schönen Content. Samira sieht richtig gut aus, wie immer. Nur ein Bikini an. Und ich lasse die Drohne gleich noch eine Runde fliegen. Hier ist es nämlich wirklich richtig, oh, richtig schön. Also bisher, ja, Happy Wheel nach oben. Bisher ein richtig schönen Eindruck. Wir fahren also jetzt dann. Schön. Ja, also wirklich. Der Campingplatz ist auch voll schön. Bisher die schönste Station, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja. Aber gut, ich dachte mir auch, als wir gestern in Nizza waren, so boah, bis jetzt der schönste Stopp. Das stimmt, also, ja. Ist halt, glaub ich, einfach ah, so hier ist mehr Natur, genau, ja, hier ist mehr Natur. Ja, aber ich glaube, wenn man nur das die ganze Zeit hätte, wäre es auch nicht so cool. Ja. Wir sind jetzt hier 2 Nächte und können hier richtig viel exploren, Natur genießen, schöne Aufnahmen machen. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Deswegen geht's jetzt ab in die Luft. Und ich sind gerade unterwegs auf unserem Morgenspaziergang. Also es ist richtig menschenleer gerade noch, es ist sehr früh morgens. Samira ist zu Hause geblieben, die muss auch noch ein bisschen was arbeiten heute. Es ist leider ziemlich windig, ich hoffe man versteht mich deswegen gut. Die Sonne zeigt sich auch noch nicht so ganz, aber auf der Insel hier gibt es richtig viel zu erkunden oder auf der Halbinsel. Also es ist richtig schöne Natur. Wir sind auch mitten in so einem Naturschutzgebiet. Auch der Strand liegt hier in einem Naturschutzgebiet. Da laufen wir jetzt mal hin und dann laufen wir einmal um die Halbinsel rum, zumindest so weit, wie wir kommen. Oh, die Sonne zeigt sich doch mal ein bisschen. Hallo, guten Morgen. Aber hier ist es echt richtig toll, man sieht es wahrscheinlich schon im Hintergrund. Und jetzt hoffe ich mal, dass Happy vielleicht sogar ein bisschen alleine ist am Strand und ein bisschen rumrennen darf. Dann darf er vielleicht auch mal freie Leine laufen heute. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. Remember when we stole your mind. Schaut mal, wie kaputt da jemand ist. Und voller Sand, gell? Voller Sand, Mausi. Aber das war richtig schön. Jetzt konnte er richtig schön am Strand spielen. Richtig schön Auslauf gehabt. Und jetzt gibt es zu Hause noch Essen, gell, Maus? Genau so machen wir es. Wir sind mittlerweile in der Camargue angekommen. In der Nähe von so einer kleinen Stadt. Samira, wie wird es ausgesprochen?
keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Sainte-Marie de la Mer. Ah, Sainte-Marie de la Mer. Wir laufen jetzt hier die ganze Zeit am Meer entlang von unserem Campingplatz in die Stadt rein. Ich hoffe, man hört mich gut, weil es wirklich sehr windig ist. Aber wir haben heute richtig, richtig schönes Wetter. Die Sonne steht da oben, keine Wolke in Sicht. Und wir machen jetzt einen richtig schönen Spaziergang. Eigentlich wollten wir mit dem Fahrrad fahren, aber ich habe eine ganz, ganz wichtige Schraube verloren. Wir haben alles schön zusammengebaut und die letzte Schraube, ja, die war dann weg. Schraube. Eine Stunde hat der Jonas zusammengebaut und die allerletzte Mutter, ja, hat gefehlt. Keine Ahnung, wo die ist. Es war so ärgerlich, ich war auch echt sauer. Aber er hat die gut genommen. Zeig mal wie. Weg. Genau. Jetzt machen wir einfach einen schönen Spaziergang und schauen da mal in das Städtchen. Ich glaube, es ist so eine richtig schöne Stadt zum Genießen. Hier kann Happy richtig schön laufen. Und wir genießen das Meer. Stare, I didn't give a damn, cause I was being next to you. Way back when, we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, cause all I needed was my friend. So Leute, ich war gerade noch mal eine Runde einkaufen, hab ein paar Getränke für heute Abend gekauft und noch ein bisschen Baguette und Co., weil wir heute Abend ein Picknick machen. Samira ist gerade am Campingplatz, bin alleine unterwegs. Das ist auch die perfekte Gelegenheit, denn heute Abend, wie gesagt, es gibt ein Picknick am Strand, einen wunderschönen Sonnenuntergang, wenn das Wetter so hält, wie es bisher war. Und ich habe den ganzen Urlaub auf die Möglichkeit gewartet. Ihr habt es eh schon im Titel gelesen oder könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Heute Abend passiert was ganz, ganz Besonderes. Ich bin unfassbar aufgeregt. Ich schwitze wirklich jetzt schon am ganzen Körper und kann es gar nicht erwarten. Also ich war mein ganzes Leben noch nie so aufgeregt. Ich hoffe, es klappt alles so, wie ich es mir vorstelle. Drückt die Daumen. Boah, es ist Wahnsinn. Also ich bin so aufgeregt und ich hoffe, dass das alles so klappt, wie ich mir das heute Abend vorstelle und dass es einen Sonnenuntergang gibt, wie ich ihn mir vorstelle, dass einfach alles passt, so wie ich es mir wünsche. Ich bin so aufgeregt, Leute. Ich fahre jetzt zurück und dann geht es heute Abend los. Drückt die Daumen. She said yes! Yes! I said yes! Wussten die das auch schon? Die wissen, natürlich wussten die das schon. Echt? Na klar! Mann, jeder wusste das, außer ich. Der Ring ist leider ein bisschen zu groß, deswegen, yeah, kann ich ihn jetzt nicht anziehen. Und jetzt finde ich es schade, dass ich ihn nicht anziehe. Aber das ist übrigens, ist übrigens ganz normal. Man lässt es danach erst anpassen im Trauringstudio. Hauptsache, sie hat ja gesagt. Ja, für immer du und ich. Ja, yeah, so ist es. Krieg ich mir nicht mehr los. Du mich auch nicht. Du wirst es noch bereuen. Also ich glaube, das war jetzt richtig schön. Ich habe auch. Das war der perfekte Antrag. Das war für mich das Schönste überhaupt. Und vor allem, weiß ich nicht, ob Jonas euch erzählt hat, dass er meine Eltern angerufen hat. Ich habe es nicht erzählt. Also er hat meinen Papa angerufen, meine Mama. Und jeweils, also was er zu denen gesagt hat, hat er mir gerade noch mal gesagt. Und es war so schön.
Es war einfach der perfekte Antrag und auch, dass Sabrina den Ring mit ausgesucht hat und so. Ich meine kleine Maus. Wussten natürlich alle Bescheid. Papa, Mama, habe ich vorher um Erlaubnis gefragt. Mit der Sabrina war ich den Ring aussuchen. Happy hat auch mitgemacht. Happy hat mitgemacht, eine Woche lang den Ring versteckt vor Samira. Ja? Ja. Den letzten Tag in der Camargue. Wir sind gerade am Frühstücken draußen. Nur leider sind extrem viele Fliegen unterwegs, die uns hier belästigen wie noch was. Mhm. Wir machen heute auf jeden Fall einen ganz großen Spaziergang oder eine große Wanderung. Eigentlich wollten wir ja, wie gesagt, unsere Fahrradtour machen. Und dann hat der eine Schraube gefehlt. Dann habe ich sie plötzlich beim Waschen aus der Waschmaschine rausgezogen. Mhm. Also sie lag zwischen meinen Teilen. Und dann gestern wollten wir loslegen. Ich wollte zum Supermarkt fahren. Dann war einfach der Reifen von meinem Fahrrad platt. Und der ist jetzt auch kaputt. Also Jonas hat ihn auch aufgepumpt. Ja. Der ist aber. Der ist einfach kaputt. Ja. Also die Fahrradtour wird nichts mehr. Deswegen heute große Wanderung. Wir können leider nicht in den ornithologischen Park, weil mit Hund darf man da nicht rein, was ja auch verständlich ist. Deswegen machen wir einfach eine große Wanderung zu so einem Leuchtturm wahrscheinlich. Durch ganz viel Sumpfgebiet. Vielleicht sehen wir auch da den einen oder anderen Flamingo. Und beschäftigen uns so. Und heute Abend gehen wir dann noch eine Runde an den Strand, oder Samira? Ja. Oder vielleicht auch in den Pool. Pool, genau, weil der Campingplatz hat auch einen Pool. Vielleicht springen wir da heute Abend nochmal rein. Sollen wir mal schauen. Ist übrigens Wahnsinn, mit was für Gefährten die Leute auf dem Campingplatz rumfahren. Ne? Also wir haben hier gerade ein Wohnmobil gesehen, das war krass. Das war wirklich krass. Ich glaube, es hatte. Das war kein Wohnmobil mehr, das war ein Haus. Ja, es war wirklich ein Haus. Ja. Ah, Jonas, guck mal. Ja, wir werden jetzt die Wespen abschütteln und dann gehen wir wandern. Dein Tipp mit diesen Münzen. Leute, wir sind jetzt an so einem Park oder an so einer Art Biosphärereservat. Es sieht richtig, richtig schön aus. Wir haben gerade geparkt. Man sieht einfach vom Parkplatz Flamingos. Und ich hoffe, wenn wir reingehen, sieht man die genauso. Man kann auf jeden Fall richtig schöne Touren hier auch mit Pferden machen, falls da jemand mal Lust darauf hat. Also mit Camargue-Pferden, die sind ja so bekannt für die Region hier. Wir werden da jetzt aber mal reingehen, richtig schönen großen Spazier mit Happy machen und hoffentlich sieht man auf ein paar Aufnahmen auch die Flamingos, die hier sind. Ich bin voll gespannt, ich habe noch nie in meinem Leben Flamingo gesehen. Die Schere von der Krabbe gefunden, die lag einfach hier rum. Die ist richtig scharf hier. Ja, da hat sie so richtige Zacken. Und da vorne sind die Dings, hier ist das Ding zum Zusammenzwicken, oder? Aufklappen? Nee, leider nicht. Krass. Happy interessiert sich auf jeden Fall dafür. Hier liegen echt überall noch Sachen rum, auch Flamingo-Federn und alles mögliche haben wir gefunden. Weil ich glaube, der See, der da vorne ist, der kommt abends bis hier hinter. Aber krass, dass da Krabben drin sind. Ja, gell? Oder meinst du, die kommen vom Meer? Keine Ahnung. Vielleicht weiß es jemand von euch. Könnt ihr auch im Süßwasser leben? Keine Ahnung. Süßwasserkrabben? Gibt's bestimmt, oder? Krass, ey, aber das muss schon alt sein. Das hat schon auch voll die Farbe verloren. Ja. Cool. Mega. River's gonna cry when you're gone, gone. Wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Schweiz, Richtung Genf und dann zurück nach Österreich. Wir fahren jetzt nur noch nach Genf und dann nach Bregenz und damit auch wieder nach Hause. Wir haben jetzt noch 2 Tage vor uns, jeweils 5 Stunden Fahrt an beiden Tagen, das aber einfach nur die Fahrt zurück sein soll. Und damit war unser kleiner Urlaub auch schon beendet, oder Samira? Was ist dein Fazit? Weil Samira war am Anfang gegen Campen
bisschen kritisch. Also, ne? Nee, ich finde halt, es ist auf jeden Fall eine krasse Umstellung, wenn man das erste Mal campen geht, will der was von uns? Nee, ne? Wenn man das erste Mal campen geht, weil es halt was ganz anderes ist als ein Hotelurlaub. Also, und wenn man das erste Mal macht, dann muss man sich da halt erstmal dran gewöhnen. Aber so jetzt vor allem die zweite Woche fand ich richtig, richtig schön und habe mich auch dran gewöhnt. Es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Jahr eine Camperreise machen möchte und das einem Hotelurlaub vorziehe. Ja, es ist eher ein Abenteuer. Also genau. Eher so ein Abenteuer finde ich auch, dass man, keine Ahnung, mal alle 5 Jahre oder so macht. Ja, oder so. Wir haben gesagt, wir würden voll gern mal so eine Norwegen-Reise irgendwie nochmal mit einem Camper machen. Ja, das stelle ich mir auch richtig schön vor. Also es kommt voll auf die Ziele drauf an. Ja, voll. Und auch auf das Wetter. Also Freunde von uns sind mit ihrem Wohnmobil unterwegs und hatten eine ganze Woche lang nur Regen. Und da ist es dann natürlich nicht cool. Und bei uns war das Wetter auch am Anfang nicht so gut. Aber es ist schon cool, irgendwie so ganz viele Ziele zu erreichen. Deswegen so eine Norwegen-Camper-Tour könnte ich mir schon nochmal cool vorstellen. Ich mir auch. Also so Norwegen und so richtig, richtig schöne Natur. Das wäre, glaube ich, echt nochmal schön. Vielleicht auch so Österreich, Italien, die Berge irgendwie. Ja. Und als Familie war es natürlich der wunderschönste Urlaub überhaupt. Ja, ist übrigens meine Verlobte, gell? Das ist mein Verlobter. Der Ring ist nur nicht am Finger, weil er nicht ganz passt, aber den lassen wir noch anpassen. Da haben wir direkt am Montag einen Termin. Mhm. Hoffentlich dauert das nicht so lange, aber ich glaube schon, dass es 1-2 Wochen dauert. Ja, bin echt mal gespannt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin sehr gespannt auf die ganzen Aufnahmen, wenn ich sie zusammenschneide. Es wird wahrscheinlich ein längeres Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Samira, was machen wir? Liken, abonnieren, kommentieren. Vor allem, weil Jonas sich richtig viel Mühe mit den ganzen Drohnenaufnahmen gegeben hat. Und es ist sein erstes Mal Drohne fliegen. Dafür hat er das richtig gut gemacht. Deswegen schreibt gerne ein paar Props für die Aufnahmen in die Kommentare. Süß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace.